Hallo. Der Arbeitstag ist das, was ich nicht immer mag. Ich hätte schon gern manchmal die innere Ruhe eines Stuhls. Der muss auch mit jedem Arsch klarkommen. Warum denn nicht? Ist er vielleicht ein Heiliger oder was? Sie haben gebeten. Er hat gesagt, vielleicht wollte er kommen. Warum denn auch nicht? Ist die Braut vielleicht nicht Schmuck? Werden sie vielleicht kein gutes Essen und Trinken bereithalten? Die Müllersleute haben auch zugesagt mit der Tochter. Oh, solche Hochzeit hat man noch nicht gesehen. Seit Lipsche Lipsche ist. Ich weiß Bescheid, weil ich doch mit Müllers Eve, das machen sie auch schon. Sie unterbrach sich plötzlich, denn niemand sagte etwas. Niemand befragte sie. Sie saßen mürrisch da. Gusche sah die ganze Gesellschaft aufmerksam an und rief aus: Bei euch soll's wohl Sturm geben. Sturm oder nicht, das ist nicht eure Sache, sagte die Schmiedin so beschneidend, dass Gusche beleidigt nach der anderen Seite Sophine abschob, die Bänke und Stühle wieder zurechtrückte, denn die Kinder hatten sich schon zerstreut und Rochus war ins Dorf gegangen. Gewiss wird sich Vater nichts abgehen lassen, murmelte die Schmiedin mit einer gekränkten Stimme. Hat er es am Ende nicht dazu? sagte Anna und verstummte erschrocken, weil Antek drohend zu ihr herübergeblickt hatte. Sie saßen nun fast schweigend da und warteten. Hin und wieder sagte eines von ihnen ein Wort, und wiederum trat das dumpf drückende und beunruhigende Schweigen ein. Vor dem Hause auf der Galerie machte Vitek mit den Kindern einen solchen Spektakel, dass Vaupa bellte und das ganze Haus dröhnte. Bares Geld muss er auch genug haben, denn immerzu verkauft er was. Und wo sollte er es sonst lassen? Antek machte eine wegwerfende Bewegung bei den Worten seiner Schwester und trat aus der Stube ins Freie. Es wurde ihm zu langweilig zu Hause. Die Unruhe und die Angst wurden stärker in ihm. Er wusste selbst nicht, warum. Er wartete auf den Vater, konnte sich kaum mehr gedulden und war doch in tiefster Seele zufrieden, dass dieser sich so lange nicht blicken ließ. Nicht wegen Grund und Boden ist es dir zu tun, sondern um die Jagoscha. Er dachte an diese Worte, die der Schmied gestern gesagt hatte. Wie ein Hund lügt er, rief er ganz außer sich. Er machte sich daran, die Wände nach der Hofseite zu für den Winter abzudichten. Vitek trug ihn von einem Haufen Nadelstreu herbei. Er stampfte sie fest und umstreckte sie mit kleinen Latten. Aber die Hände zitterten ihm und immer wieder unterbrach er die Arbeit. Er stützte sich gegen die Wand und sah zwischen den nackten, blätterlosen Bäumen hindurch auf den Weiher, hinüber zu Jagusha, ihrem Haus. Nein, nicht Liebe wuchs da in ihm, sondern Wut und tausend feindliche Gefühle, so dass es ihn schon Wunder nahm. Hündin, Aas, einen Knochen hat man ihr hingeworfen und sie läuft, dachte er. Aber es kamen auf ihn Erinnerungen zu, krochen von irgendwo heran, aus öden Feldern, von den Wegen, aus den schwarzen Obstgärten mit ihren krummästigen Bäumen, umstellten sein Herz, hackten sich an seine Gedanken, tauchten vor seinen Augen auf, bis Schweiß seine Stirn bedeckte. Seine Augen glühten und ein starker feuriger Schauer ihn durchrieselte. Ja, dort im Obstgarten und damals im Wald und als sie zusammen aus der Stadt heimkamen. Jesus, er torkelte fast. Dann plötzlich sah er ganz nahe vor sich ihr glutüberflammtes Gesicht, glaubte den leidenschaftlichen Atem zu hören, ihre hellblauen Augen, ihr voller Mund, so rot und so nah, dass er seinen Hauch spürte, übergossen ihn mit einer Glut. Und ihre leise stockende Stimme hörte er leidenschaftlich und liebestrunken. Antosch, Antosch, flüstern. Sie neigte sich nahe an ihn heran, so daß er ihren Leib dicht bei sich fühlte. Ihre Brüste, ihre Arme, ihre Knie. Und er rieb sich die Augen und jagte diese lockende Traumgeschichte von sich. Seine ganz verbissene Wut taute ihm vor, vom Herzen herab, wie das Eis der Strohdächer, das die Sonne zur Frühlingszeit erwärmt. Und eine solche Liebe erwachte in ihm aufs Neue, eine so schmerzliche Sehnsucht erhob in ihm das stachelige Haupt, ein solch furchtbares Sehnen, dass er am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand gerannt wäre und gellend aufgebrüllt hätte.
dass da der Blitz hineinfahren möchte, rief er zu sich kommend und sah scharf auf Witek, ob er nicht irgendetwas merkte. Seit 3 Wochen war er in Fieber, in Erwartung irgendeines Wunders. Er wusste keinen Rat, konnte keinen Einspruch erheben. Wie oft waren ihm schon die wahnsinnigsten Gedanken und Entschlüsse gekommen, so dass er schon hinlaufen wollte, um sie zu sehen. War es eine Nacht vielleicht, dass er in Regen und Kälte wie ein Hund vor ihrer Tür auf der Lauer gelegen hatte? Sie war nicht herausgekommen, sie mied ihn. Auf der Straße ging sie ihn schon von Weitem aus dem Weg. Wenn nicht, dann schon nicht. Und immer mehr verbiss er sich in Groll gegen sie und gegen alles. Dem Vater seine ist sie, dann gilt sie mir dasselbe wie eine Fremde. Irgend so eine Hergelaufene, so ein herrenloser Hund, so ein Dieb, der unser höchstes Gut an sich reißt, unseren Boden nimmt. Mit dem Knüttel werde ich sie hinaustreiben und noch dazu zu Tode schlagen. Und wollte er nicht oft genug dem Vater vor die Augen treten und sagen, ihr könnt euch nicht mit Jagner verheiraten, denn sie ist die meine. Aber die Angst ließ ihm das Haar zu Berge stehen. Was wird darauf der Alte sagen? Die Leute, das Dorf. Jagusch will doch aber seine Stiefmutter werden, eine Mutter sozusagen. Wie darf denn das sein? Das muss doch eine Sünde sein, eine Sünde. Er hatte sogar Angst daran zu denken, weil ihm das Herz vor unerklärlichem Grausen zu stocken drohte, aus Furcht vor irgendeiner entsetzlichen Strafe Gottes und niemandem davon was sagen können und es immer in sich tragen, wie eine Glut, wie ein lebendiges Feuer, das bis auf die Knochen brennt. Das geht über Menschenkraft. Das kann er nicht. Und schon in einer Woche soll der Priester sie ihm antrauen. Der Hofbauer kommt, rief Witek hastig, sodass Antek erschrocken aufzuckte. Es dunkelte schon rings ins Land. Die Dämmerung schüttete sich über das Dorf aus, wie noch nicht erloschene Asche, noch rötlich von verborgenen Gluten. Die Abendröten brannten aus, verblassten zur Farbe der dunkelbraunen Wolken, die der Wind vor sich hertrieb. Im Westen aufstaute und zu riesenhaften Bergen aufeinandertürmte. Es wurde kalt, die Erde erstarrte, die Luft hatte eine Schärfe und Frische, als wäre Nachtfrost zu erwarten, und so hellhörig war sie, dass das Aufstampfen des zur Tränke getriebenen Viehs lauter herklang und das Knarren der Einfahrtstore und hölzernen Brunnenschwängel sowie die Gespräche, Kindergeschrei und Hundegebelle deutlicher von jenseits des Weihers herüberkamen. Hier und da leuchteten schon die Fenster auf und lange zuckende, zerfetzte Lichtspiegelungen fielen auf die Wasserfläche. Am Waldsaum schob sich langsam eine rostrote Mondscheibe hervor. Feuerbrände standen über ihr, als ob in der Tiefe des Waldes eine große Feuersbrunst lohte. Borüner zog seine Werktagskleider an und ging über den Hof, nach der Wirtschaft zu sehen. Er guckte zu den Kühen ein, bei den Pferden, in die Scheune und selbst noch zu den Ferkeln. Schnauzte Jakob wegen irgendetwas an und Witek kriegte auch was ab wegen der Kälber, die aus der Umzäunung ausgebrochen waren und sich inzwischen den Kühen herumtrieben. Als er wieder in seine Stube eintrat, warteten da schon alle auf ihn. Sie schwiegen nur, alle Augen richteten sich auf ihn und glitten gleich wieder ab, denn er blieb mitten in der Stube stehen, sah sie nacheinander an und fragte spöttisch, »Alle da? Wie? Zu irgendeinem Gericht?« »Darum nicht, Vater, aber mit einer Bitte sind wir zu euch gekommen«, sagte die Schmiedin eingeschüchtert. »Und warum ist denn der Deine nicht dabei? Er hat eine dringende Arbeit vor, da ist er zu Hause geblieben.« »Natürlich, Arbeit, natürlich«, lächelte er verständnisvoll, warf den Kapottrock ab und fing an, die Stiefel auszuziehen. Und sie schwiegen, ohne zu wissen, wo sie ansetzen sollten. Die Schmiedin räusperte sich und ermahnte die Kinder zur Ruhe, die anfingen herumzutollen. Anna saß auf der Schwelle und stillte den Jungen und überflog mit unruhigen Augen das Gesicht Antex, der am Fenster lehnte und sich im Kopf zurechtlegte, was er sagen sollte. Er zitterte am ganzen Leib vor Aufregung und Ungeduld. Die einzige Fine schälte ruhig die Kartoffeln am Herd, warf Stücke Holz aufs Feuer und blickte neugierig alle der Reihe nach an, denn sie konnte nichts begreifen. »Was wollt ihr?« »Redet«, rief er scharf durch das Schweigen, das ihn unruhig gemacht hat. »Das heißt doch, red, Antek. Das heißt, wir sind gekommen, von wegen, was die Verschreibung ist«, stotterte die Schmiedin.
Die Verschreibung habe ich gemacht und Sonntag ist die Hochzeit. Lasst es euch gesagt sein.